Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Crate. Heute werden wir die Medic-Kanone benutzen. Also, es wird interessant. Da bräuchten wir noch den Empty Schematic, die ich noch craften muss. So, und den Schematic Table bräuchte ich auch noch. Brauche ich noch zwei Smooth Stone. Haben wir jetzt unsere Schematic Table. Damit gehen wir jetzt zurück zum Village. Genau, und hier soll die Sache dann gleich hin. Dafür packe ich meine Sachen erstmal in eine Chest rein. Wo den Table kann ich schon mal aufbauen. Und wir gehen jetzt in meine Testwelt rein, um die Schematik zu erstellen. Genau, und das wäre das Kunststück. Das ist natürlich nicht von mir. Also, das ist hier von It's Mallow. Also, wir nehmen dann erstmal ein Schematic in Quill. Den craften wir wahrscheinlich mit einer Feder und. Ja, genau. Da braucht man einfach eine Empty Schematic und halt eine Feder. Dann wollen wir den Bereich auswählen. Das geht ganz einfach. Wir hier quasi drauf drücken und dann den Bereich quasi markieren. Er soll ja bis hier hingehen. Das passt schon, dann müssen wir das hier, genau, ne warte, müssen wir einfach rechts machen. Und sagen Windmill oder Windmühle im Deutschen. Keine Ahnung, warum ich das im Englischen gemacht habe, aber gut. Windmill. Das wär's eigentlich schon. Wir können dann wieder zurück in unsere normale Welt. Genau, jetzt benutzen wir den Table. Packen die Schematik hier rein. Und wenn wir jetzt hier Open Folder klicken, können wir auswählen, welches Schematic wir haben wollen. Das passt ja, Windmill, MBT-Datei. Frag mich jetzt nicht, wofür er steht, aber das passt schon. Wir drücken auf den Haken. Und die wird quasi dann hier reingeladen. So, dann sieht man schon hier das Feld, das wird markiert. Und die können wir jetzt hier irgendwo hin platzieren. Natürlich müssen wir die Insel später ein bisschen kurz machen, aber können wir später noch machen. Wir können das erstmal hier platzieren, sagen wir, was passt. Dann bekommt man so eine schöne Preview, wie das hier so aussieht. Und wir sehen, ja, das passt doch hier alles. Sieht doch ganz gut aus. Dann kann man noch mit, wenn man Alt gedrückt hält, kann man das Menü hier unten rein. Mit dem Scroll Wheel kann man dann noch sagen, was man machen möchte. Hier kann man dann Move X, X und Z, das heißt die Achsen X und Z, oder wenn man nur nach oben und nach unten wechseln möchte, man muss aber man muss Steuerung gedrückt halten, kann man das hoch und runter bewegen. Das andere ist jetzt die Position, aber man kann die frei bewegen. Verstehe ich das richtig? Ob schon. Was passt, ja? Dann kann man es mal rotieren. Dann sieht man es mal von allen Seiten. Und man kann es spielen. Wenn man Control gedrückt hält. Hier sieht man es jetzt nicht so, aber kann es drehen. Wir sagen aber, das passt so. Das passt so. Ja, das passt so, das sieht da gut aus. Können wir das in die Cannon reinpacken. Cannon platzieren und die Schematic hier rein. Dann brauchen wir hier Gunpowder. Das läuft ja mit Gunpowder. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, das Gunpowder, was ich hier habe. Oder doch. Ich dachte, wir bräuchten mehr, aber ich glaube, das passt. Ich glaube, so viele Blöcke habe ich nicht. Also das sollte easy reichen. Und dann eine Checklist Printer. Die ist dafür da, dass man so eine Checklist bekommt. Das möchte ich jetzt auch am besten machen, damit ich weiß, welche Blöcke ich alles brauche. Dafür brauchen wir einfach nur ein Buch. Buch schmeißen wir dann hier oben links rein und genau da bekommen wir eine Materialliste und die öffnen wir jetzt dann und sehen, okay, was fehlt uns? Uns fehlt Acacia Trapdoors, Andesite Ladder. Und. Hier steht alles, was man braucht. Da steht auch genau, man hat 0, man braucht
meine Stretch, genau. Man hat 0, aber man braucht 12. Aber nee, hier steht, man hat, braucht 12, dann da steht noch, was fehlt. Super, oder? Ganz super. Dann die Items, die man braucht, packt man einfach in die Kiste rein. Da sollte die automatisch nehmen. Und ich will mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich alle Items habe. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ich meine, wenn ich das jetzt hier reinpacke, dann sollte er mir sagen, was fehlt. Cobblestone fehlt noch, aber das ist ja nichts Schweres. Naja, das passt. Außer Cobblestone habe ich alles. So, dann nochmal. Gucken. Cobblestone. Jetzt reingepackt. Mal gucken. Also drin ist es auf jeden Fall. Dann muss ich eigentlich doch nur noch auf da drücken und der sollte anfangen zu bauen. Ach, guck. Ach, guck mal da. Das war's. Muss ich sagen, gibt Missing Blocks. So. Dann überspringt er halt die Blöcke, die fehlen. Weil die Erdblöcke, die können wir auch später noch hinzufügen. Und Cobblestone. Das kann ich noch gleich nachträglich dazu bauen. Wenn das fehlt, aber okay, ja. Anscheinend nimmt er nicht die zweite Hälfte der Kiste hier. Weiß auch nicht genau warum. Der müsste jetzt hier eigentlich da und da Cobblestone reinplatzieren, aber ja. Anscheinend, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht die Kanone einfach nochmal platzieren müssen, dann hätte er es vielleicht registriert. Aber es funktioniert. Das ist gut. Man muss das halt nicht mal irgendwie powern mit irgendetwas. Das läuft einfach so mit Gunpowder. Das ist gut. So, das war's auch dann. Wir können mal kurz reingehen. Die Erde können wir aber schon platzieren. Kommt hier rein. Genau, was anscheinend in der Schematik gefehlt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es bug war. War hier die Shafts. Hier waren Shafts, die hier durchging. Und hier war noch eine Box. Und hier hatte ich eigentlich noch eine Presse und einen Mixer mit den Bässen. Aber anscheinend war es nicht in der Schematik drin, ist aber nicht schlimm, das sind ja nicht viele Sachen. Ja. Genau, Clue. Ich weiß nicht, ob er es jetzt auch wirklich verbunden hat. Das können wir gleich sehen. Brauche ich ja nur ein Windmill Bearing. So, dann muss die Windmill Bearing eigentlich nur hier ran an den Rockblock. Und wenn wir jetzt richtig zocken. Funktioniert's! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Aber gut. Geil. Das war echt easy. Nur halt schade, dass die Chefs nicht damit befestigt wurden. Also in der Schematik waren. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja jetzt hier in dem Falle nicht viel. Wir noch hier einen hin. Andersrum.
Ja, genau, so. Dann müsste hier einer hin und dann war, hatte ich hier die Presse gehabt. Genau. Kommt der Besen hier unten ran. Und davor, wenn jetzt noch Enderside Casing hätten, dann könnten wir das dann verdecken. Können wir später auch noch. Und ich wollte jetzt noch die Ecken Cobblestone machen. Dann mache ich noch die Presse und den Mixer. Und dann sind wir hier fertig. Jo, dann kommt hier die Presse hin und hier habe ich extra Platz gelassen für den Mixer, weil dann brauche ich ja die anderen Dinger. Wheels. Genau. Das läuft auch schon und jetzt muss ich überlegen, wie habe ich das hier gemacht. So, das weg. Ich hatte hier noch eine Gearbox gehabt. Deswegen habe ich auch viel gecraftet. Und dann hatte ich so. So und der Kleine noch da oben drauf. Perfekt. Und jetzt mache ich mir noch ein Enderside Casing. Decken wir alles. Also auf jeden Fall hier die, was man sieht. Eigentlich gar nicht. Mach ich aber trotzdem. Ja. Also ich würde sagen, das war eine gute Folge. Ich habe eigentlich schon zugesehen, im größten Teil, wie das aufgebaut wurde. Perfekt. So muss es eigentlich immer laufen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Create. Bye bye.